Hallo, liebe Deutschlernende. Ich möchte mit euch heute über eine Sache sprechen, die ich selber oft falsch mache. Und ich denke, dies wird ein sehr interessantes Video. Also, ich esse nicht unbedingt gesund. Ja, ich esse noch viele Süßigkeiten und ich weiß, dass, wenn ich so weitermache, dass ich dann in 10 Jahren sehr dick sein werde. Deswegen versuche ich jetzt, mein Verhalten zu ändern. Ich versuche jetzt, meine Ernährung zu ändern, weil ich sonst fett und hässlich aussehen würde in 10 Jahren. Und das ist eigentlich immer so. Wenn man sich verbessern möchte, ja, dann sollte man sich meiner Meinung nach fragen, wie möchte ich in 10 Jahren aussehen, in 15 Jahren aussehen, in 20 Jahren aussehen? Was möchte ich wissen? Ja, wie möchte ich handeln? Was möchte ich können? Und oft müssen wir hier und jetzt anfangen, um zu diesem Punkt zu gelangen. Ja, wenn ich eine gute Figur haben möchte und wenn ich bestimmte Fähigkeiten besitzen möchte, dann muss ich jetzt anfangen, mir diese Fähigkeiten anzueignen. Ich muss jetzt anfangen, mein Verhalten so zu ändern, dass ich dieses Ziel erreichen kann. Ja? Und ich bin, wie gesagt, bei weitem nicht perfekt. Ja? Ich weiß, wenn ich meine Essgewohnheiten zum Beispiel nicht ändere, dann werde ich in 10 Jahren dick sein. Ja. Jetzt kann ich mir viel leisten. Ja. Ich bin 27, fast 28 Jahre alt. Und jetzt kann ich viel Süßes essen. Ich kann viel essen und ich werde nicht dick. Ja. Vielleicht nur ein kleines bisschen dick. Aber wenn ich weitermache, dann werde ich sehr dick sein in 10 Jahren. Und deswegen muss ich jetzt mein Verhalten ändern. Und ich mache dieses Video, um dich auch zu inspirieren, dein Verhalten so zu ändern, dass du in 10 Jahren so aussiehst und das kannst, was deinen idealen Vorstellungen entspricht. Ja? Wenn du die Wahl hättest, ja, wie du in 10 Jahren aussehen wirst, ja, wie würdest du aussehen? Was wirst du können? Und du kannst dies erreichen. Du kannst dies erreichen. Du kannst deinen idealen Körper erreichen. Du kannst dir all die Fähigkeiten aneignen. Es liegt ganz an dir. Und ich bin mir sicher, in 10 Jahren, wenn du fleißig übst, wenn du die richtige Methode anwendest, ja, wenn du mit der natürlichen Methode lernst und auch Zeit investierst, ja, und vielleicht auch joingermanclub.com besuchst und die Kurse, die du holst, die du brauchst, dann wirst du in 10 Jahren fließend Deutsch sprechen. Okay? Also, warte nicht, fang jetzt an und dein zukünftiges Selbst wird dir danken. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis morgen.